Herrn, preisen ihn, ihr Sünder, Pater Noster. Sicum in cielo et in terra, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Einfach eine meiner Hofräte, den Herrn von Leipheim zu Kerkau. Wenn ihr, mein Gemahl, nicht den Mut dazu besitzt, dann muss es ein anderer für euch tun. Mitnichten seid ihr berechtigt, diese Verhaftung einfach vorzunehmen. Was erdreistet ihr euch? Ihr wisst sehr wohl, wie ich Leipheim diesen Heuchler hasse. Immerfort füllt er sich die Taschen und ihr schaut einfach weg. Auch spielt er sich als eure Vertretung auf und maßt sich an, in eurem Namen zu entscheiden. Die Folgen für das... Die Folgen, was wisst ihr denn schon aus eurem goldenen Stuhle, was es für politische Folgen hat in meinem Reich? Euer Reich? Ihr nennt das Eigen, was nur durch mich in eure Hände fiel? Es ist mein Reich, das Reich meiner Ahnen. Ihr könnt nicht einfach einen Ministerial in einen Kerker, nur weil euch dessen Nase nicht passt. Hinsichtlich dieser Vorwürfe frage ich euch, wo habt ihr denn die Beweise? Wo sind denn die Beweise? Ihr habt keinerlei Ahnung, was er macht. Was er mit Böhmen macht, wie er es ausquetscht, mit seinen Sondersteuern, die den Hof meiner Stiefmutter finanzieren. Ich kann das nicht länger hin... Schluss damit! Ich habe keine Lust mehr, mir das anzuhören. Lasst diesen Leibhund frei. Thank you.
predigen. Lasst ab und versöhnt euch mit eurem gottgegebenen Gemahl, dem König, der Adel, der euch Gott bestimmt. Ihr dürft nicht richten. Aber der Truchs ist Leipa, dieser schäbige Hund. Meine Königin, nur eine gemeinsam starke Familie ist nicht weit gekommen. Das Königreich braucht eine starke Führung. Und die kann uns dieser König geben. Denkt an den Einfluss deines Vaters, deines Onkels Balwin von Luxemburg. Eure königliche Hoheit, seid ihr noch bei Sinnen? Es sterben eure Gefolgsleute da draußen vor dem Tore. Gebietet endlich Einhalt und sendet einen Boten zum König. Legt diesen Streit bei und bleibt immer das, was ihr schon immer wart. Die Behüterin des böhmischen Volkes. Die Sonne, die über dem Königreich scheint. Schluss mit dem Gemessen. Aber der Leibhaar. Um diesen werde ich mich persönlich kümmern. Es wäre nicht der Erste, der an die Taschen der Luxemburger greift. Schluss damit. Jetzt. Thank you.